Jetzt muss ich nur mal gucken. Das ist hier natürlich echt. Ich würde sagen. Ja, Eisen. So Herstellungszeugs, ne? Würde ich sagen, packen wir da rein. Für Holz. Wobei, wir nehmen ein paar mit davon. Die Steinspitzhacke. Die Steinhacke. Das Werkzeug packen wir unten rein. Genau, wir müssen uns noch, ein paar Spitzhacken machen. Ich bin gerade überlegen, wie ich das mache, wie ich das alle mitnehme. Aber warte mal, wir können so erstmal hier noch natürlich die Verpflegung machen. Nebenbei. Keine Ahnung, ob das vergammeln kann hier, das Fleisch wie ein Ark, aber ich glaube nicht, ne? Tun das hier mal rein. Tun wir da unser Essen hin. Sortieren ist immer ganz furchtbar, ne? Ja, Stock müssen wir uns noch machen, brauchen wir natürlich später. Die Werkbank haben wir auch dabei. Also Gesteinszeugs und so was tun wir oben rein, würde ich sagen. Kies und so ein Shit. So, ja. Noch haben wir die Nacht am Start. Ah, da ist der Mond aufgegangen. Also ist okay. Müssen wir uns merken, der Mond geht immer da in der Richtung. Oh, wir wissen doch immer mal. Kompass oder so. Wie gesagt, ich hoffe, die Musik stört euch echt nicht, weil ich nehme ja länger auf und schneidert dann. Was wollte ich jetzt? Ja, genau, vorbereiten. Was brauchen wir denn da unten? Eine Schaufel wäre natürlich nicht schlecht, machen wir uns noch. Ja, die zärtliche nehmen wir natürlich mit für Dings. Und ich gehe einfach mal auf Risiko. Aber wir nehmen erstmal Herr der Mine 2 mit. Der ist nämlich nicht verzaubert. Wenn wir den verlieren, ist das jetzt nicht so kritisch. Und ansonsten müssen wir uns halt gleich noch ein paar Eisenspitzhacken machen. Jetzt haben wir ja noch Eisen. Machen wir uns mal direkt 3 Stück. Ja. Ich würde auch sagen, das Schwert immer zwischen Fackel und Bauwerkzeug, was wir am meisten benutzen. Weil dann müssen wir immer nur nach links oder rechts einmal und dann müssen wir uns hier nicht hin und her switchen wie die Blöden. Jo. Ich würde sagen, die tun wir auch mal da rein, damit wir dann nicht die ganze Zeit den Kram, den wir abbauen, reingestopft kriegen. Zu viel Eisen im Blut. Ja. Dann warten wir noch.
Die Sonne geht auf, sehr schön. Und dann geht's gleich los. Mit der fetten Ruinenerkundung. Ja, eigentlich ganz gut vorangekommen jetzt schon in den ersten paar Erfolgen, ne? Klar, wir haben jetzt natürlich einen kleinen Vorteil, weil ich dachte mir so, boah, jetzt Minecraft wie früher ganz von null, so bäh. Wir haben jetzt halt diese Endertruhe hier, aber wir benutzen den Scheiß ja nicht größtenteils. Wir haben die Rüstung nicht genommen, so zwar die Waffen hier, aber da habe ich halt Bock drauf. Ja. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, glaube ich, erst einmal genug Fleisch. Dann würde ich sagen, schön, dass die Sonne aufgeht. Jetzt haben wir... Boah, jetzt habe ich gar nicht dran gedacht. Boah, wisst ihr was? Das interessiert mich jetzt gerade mal überhaupt nicht. Das machen wir jetzt. Einmal so. Wir machen jetzt... Scheiße. Ich brauche da Platz eben. Einfach nur, damit uns hier echt nicht der Arsch auf Grundeis geht. So. Die Überfichte. Damit wir auch bloß immer unsere Bude wiederfinden. So. Alter, was für ein Baum, ey. Noch, würde ich sagen. Oder? Ist eigentlich hoch genug, ne? Also wenn wir das nicht sehen... Vor allem so weit können wir gar nicht sehen. Ach komm, weil ich's kann. Ist der Leuchtturm des Todes. Das ist einfach nur ein Orientierungspunkt, weil ich keinen Bock habe, mich zu verlaufen. Falls wir mal wieder Tiere suchen und so. So hoch überhaupt gucken kann. Leck mich am Arsch, Alter. Ist das ein Baum oder ist das ein Baum? Also wenn du den nicht siehst von Weitem, ne? Dann weiß ich auch nicht. Das ist ein Riesenbaum. Ja, 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 ja.
ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, nee, ja. Das ist unser Weltpunkt in der Welt, in der Welt, in der Welt, in der Welt. Hier werden wir überleben. Der Winter naht, der Winter naht. Zombies wollen mein Blut. Skelette und Zombies, diese perversen Brüder. Sie stalken uns und wollen uns nachts im Schlaf penetrieren. Das war falsch. Egal, wir gehen jetzt in die Höhle. Denn wir brauchen viel Rohstoffe. Rohstoff. Moment, das war gescheatet. Rup. Ja, also. Das sollte funktionieren. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? So. Aber erst will ich den Lachs essen gleich. Seid ihr ready? Der Frieden findet ein Ende. Weil voll krass sind auf einfach. Ab jetzt sind wir der Gefahr des Todes endgültig ausgesetzt. Und jetzt geben wir uns... Wir müssen aufpassen, dass hier keine Creeper rauskommen übrigens aus den Höhlen. Aber jetzt geht's in die Höhle. Wir werden direkt getötet. Wow! Wo bist du? Wer will aufs Maul? Ah! Hopp! Heilige Scheiße! Wir werden ja hier direkt herzlich begrüßt. Au! 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 Hau ab! Ich dachte, du hast ich dachte, ich hab Verbrennung hier drauf, ey. Oh. Wer will aufs Maul? Wo kommen die denn alle her? Zurück. Leider ist es hier nicht ganz so fröhlich wie erwartet. Deswegen müssen wir auch leider direkt mal auf für den Ernstfall umschalten. Oh. Scheiß die Wand an. Es geht direkt los hier. Fuck, ey. Oh. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier jetzt absolut mittendrin, voll in der Scheiße zu landen. Überhaupt nicht geil, wenn wir hier schon so empfangen werden. Vielleicht sollten wir erstmal diesen ersten Bereich hier ein bisschen ausleuchten. Damit wir beim Hin und Her gehen. Warum ist da ein Huhn? Alter, ich werde gerade dezent an Gronkh erinnert. Sonst noch wer? Da reitet ein Mini-Zombie auf dem Huhn? Bin ich jetzt völlig behindert? Nicht im Ernst. Tatsache. Wie geil ist das denn? Dieses Miststück weiß, wo wir sind. Wie geil.